All meine Freunde nennen mich Wasim, 82, deutscher Bass. Frag sich, woher ich bin, Westbank, voller Steen. Guck, ich befrei die Herzen, ein Mann, ein Wort. Guck, ich betreib die Schmerzen, ein Mann, ein Wort. So Leute, ihr seht gleich bei der Banktrick-Challenge. Ein Mann, ein Wort. Wir werden... Das habe ich eigentlich schon verraten, gell? Scheiße, Mann, ne? Und ich will jetzt ganz allgemein so ein bisschen Talk machen. Du bist ja auch schon länger in der Fitnessszene, auch als aktiv und auch aber als passiver Beobachter drin. Was für Channels ziehst du hier so rein? Was für YouTube-Channels? Channels, was ziehe ich mir rein? Viel aus dem amerikanischen Raum so. Bin ich halt ein übelster Fan von diesen ganzen Matt August, Flex for All, Chris Lavado, POG und das ganze Zeug finde ich auf jeden Fall sehr nice. Vor allen Dingen auch informativ. Die deutsche Fitnessszene ist halt bei mir so, wo ich sage, da ist zu viel Gehate. Im Endeffekt sind wir doch alle für den Sport da. Wir wollen alle, dass die Leute was Informatives haben und so. Und dann wird halt nur, guck mal der und guck mal der und guck mal der macht das so und der erklärt das so. Und alle haben sich gegenseitig den Kopf rein, wo man eigentlich, sag ich mal, einfach den Leuten einfach Spaß geben sollte und richtig informative Sachen. Aber das Ziel muss eigentlich sein, nicht, dass man sich gegenseitig zerfleischt, sondern dass man im Endeffekt noch mehr Leute reinholt. Ja? Auf jeden Fall. Genau, das finde ich auch cool, dass der massiv auch gerade bei seinen Leuten, weil er hat ja auch so eine große Community, wo wahrscheinlich viele davor nicht so viel mit Fitness zu tun gehabt hätten. Und jetzt machen die das. Was für ein Feedback bekommst du so von deinen Leuten, dem ganzen Fitness-Thema? Feedback, gerade aus meiner Community, ist halt überwiegend motivierend. Also, und die andere Hälfte ist halt nur am Haten, aber die versuchen wir halt umzubasteln, dass die auch in die Richtung Motivation gehen. In welche Richtung haten die so? Also was sagen die? Mach mal lieber Mucke, was, okay, willst du mit, was willst du mit Sport und so, aber dabei kapieren die gar nicht, dass Sport zu meiner Mucke dazugehört. Genau, ja. Und schon immer dazugehört hat, das ist ein Hauptbestandteil von meiner Mucke. Also schon 2006, Ghetto League, Wenn der Mond, da war alles schon in diesem Style, dass ich trainieren gehe, Handgelenke, Oberkörper angespannt, das ganze Vokabular, das ich da gesetzt habe, hat viel mit diesem Sport zu tun. Weißt du so? Und das gehört einfach dazu und die Kids müssen sich das noch verinnerlichen. Und dieses ganze Gehate ist auf jeden Fall nur ein Schuss ins Leere. Letztendlich soll es einfach nur jeden positiv einstimmen. Und du bringst auch neue Mucke noch raus, oder? Die in diesem Bereich auch. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall noch mehr fokussiert in diesen Bereich eingehen, dass ich wirklich Mucke machen, die mit Training zu tun hat und die Leute motivieren soll. Was sind denn deine körperlichen Ziele? Weil wahrscheinlich würden 80% der Leute sagen, man, du siehst ja schon übelst krass aus, was willst du noch machen? Also in welchen Bereichen willst du noch ein bisschen Feintuning betreiben? Ja, komischerweise, jeder hat ja irgendwie seine eigene Base. Büffel. Ja, jeder hat seine eigene Base und ich bekomme zum Beispiel Nachrichten, wo die Leute sagen, boah, ich will nur mal so ein Body haben wie du. Dabei bin ich wirklich der Standard von etwas Guten. Also so, es geht wirklich noch viel, viel mehr und das muss das Ziel sein, dass ich auf jeden Fall auch in diese Richtung da gehe wie Bobby, Alter. So dieses Rumschredderei oder wie man das nennt. Dass man da auf jeden Fall ein paar Prozente drauflegt. Ja, auf jeden Fall meine Ziele. Ich denke auch im naturellen Bereich ist auf jeden Fall noch ganz viel Platz, so was man da erreichen kann. Viele Leute denken immer, okay, man muss irgendwas nehmen oder so. Aber wo ich jetzt erst merke, nach knapp 4 Jahren Training, wie muss ich essen, wie muss ich trainieren. Und ich denke, dass da auf jeden Fall viel Raum ist und ich möchte auch gerne gute Gains machen bis nächstes Jahr, noch viel krasser kommen als jetzt. Ich bin auf jeden Fall hungrig, noch mehr zu geben und so. Und habe mir auch so Ziele genommen, wie nächstes Jahr zum Beispiel beim Men's Physik mal teilnehmen und so. Also ich habe da schon richtig Bock drauf und freue mich einfach drauf auf die Zukunft. Ich denke, es kann alles nur besser werden und so. Und dann machen wir nochmal eine Bankdrückchen. Ja, Mann, ja, Mann. Und die Message soll halt einfach sein, Leute, motiviert euch einfach erstmal für einen Sport hoch, weil ich kenne das, ja, sobald dann die Leute sich erstmal irgendwo ins Gym reinmühen oder eine Runde joggen gehen oder in den Fußballverein gehen, dann, weißt du, dann kommen die in Bewegung. Und dann fangen die auf einmal an, positiver zu denken, dann fangen die an, in die Schule mehr zu gehen, die fangen an, sich einen Nebenjob noch zu holen. Und das ganze Leben nimmt dann so eine positive Spirale ein nach oben. Und dann kann man den Kollegen noch mitnehmen und so weiter und nicht nur von der Glotze rumhängen, sondern einfach was machen, das ist das Wichtigste. Es ist egal, was man macht, ob man jetzt Calisthenics macht, Freeletics macht, die Leute fragen mich so, hey, was würdest du machen? Dann sage ich, mach einfach irgendwas. Auch wenn du nur Volleyball spielen gehen willst, dann geh halt Volleyball spielen. Ja. Wenn du aufs Fahrrad gehen willst, dann geh aufs Fahrrad. Ja, wenn du irgendwelche Kurse machen willst im Gym, mach die Kurse, egal was du machst. Wenn du auch nur zu Hause sitzt und ein paar Gymnastikübungen machst, egal was, mach was. Ja. Informier dich über Ernährung und so weiter und so fort. Egal was du machst,
Das wird alles beeinflusst, wenn du dann auch irgendwie so ein Ingenieur bist und später mit 40 schon den Körper von einem 60-Jährigen hast, da wird es auch dein Geist und deine Produktivität und deine Leistungsfähigkeit in anderen Bereichen negativ oder positiv beeinflussen. Ich denke, noch ein wichtiger Punkt ist bei der Sache immer, dass die Leute halt, die haben alle eine unterschiedliche Genetik, wir trainieren alle komplett anders und so. Und ich denke, was man anfangen sollte, einfach mit dem Körper, den man bekommt, mal zufrieden zu sein. Ja, es gibt halt viele Leute, ich bin auch jemand, ich habe jetzt keine krasse Beingenetik zum Beispiel. Ich habe halt dünne Beine oder so, aber ich trainiere die trotzdem, versuche die halt dementsprechend gut zu trainieren und was ich halt rausholen kann, rauszuholen. Aber dann gibt es viele Leute dann, oh, ich habe nicht so einen Arm wie Karl oder so, oh, ich werde nie so einen Arm bekommen. Also seid doch froh mit dem, was ihr habt, so. Und versucht einfach, euren Körper einfach zu mögen, wie ihr seid, so. Und nicht immer dann rumzujammern, ich möchte gern so sein, so sein. Jeder von uns einzigartig, hat einen Körper, macht das Beste einfach draus. Und wie viel Arbeit steht auch drin, was du, wie lange trainierst du jetzt schon? Dass mal die Leute ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich trainiere jetzt schon 4 Jahre, aber natürlich auch, bei mir ist halt das Ding, ich habe mich halt schnell informativ, also darüber informiert. So. Ich bin, habe mir Leute gesucht, die Ahnung davon haben und so. Also aber du, ich bist, nicht, du bist gleich mit dem richtigen System. Mit dem richtigen System. Ernährungsprogramm. Ich habe das selber gemerkt. Ich habe angefangen, das erste halbe Jahr habe ich wirklich alles möglich. Ich habe, glaube ich, 3 Stunden trainiert, habe Klimmzüge gemacht mit Bankdrücken zusammen, all so ein Zeug. Irgendwie habe nicht so richtig krasse Erfolge erzielt. Dann habe ich auf einmal mit einem Kumpel von mir trainiert, der hat gesagt, Bobby, du musst so und so trainieren. Auf einmal habe ich gesehen, in 2 Monaten, die Leute denken, ich habe mir irgendwas gespritzt oder so, weil dann... Du machst auf einmal coole Erfolge und ich denke, viele Leute sind einfach zu faul mit der Ernährung vor allen Dingen. Dann kommen solche Ausreden, ich kann nicht zunehmen, ich bin zu dünn. Ich bin auch ein dünner Typ, aber dann bin ich halt zur Schule gegangen, habe meine 4 Tupperdosen mitgenommen, so habe dann Arnold gegessen oder habe mich dann Training mal alles gegeben. Wie viele Leute sehen wir, die ins Fitnessstudio gehen, aber dann so, sag ich mal, nur rumhängen oder so, nur mit Freunden quatschen, so, ihr müsst auch wirklich richtig alles geben. Es gibt auch so viele Fitnessstudios, da sitzen die dann so dran, also ich mache mal beispielsweise bei meinem Vater so mit im Spinning und dann... Die realisieren gar nicht, dass sie während dem Spinning vielleicht 500 Kalorien verbrennen. Dann sitzen die hinterher dran, ziehen sich so 2 Weizen und ein Stück Kuchen an der Theke vom Gym noch rein. Und ich denke so, was läuft da? Ja, so richtig krass, gell? Also, ihr hättet zu Hause hocken sollen. Wärt ihr besser rausgekommen. Ein Kuchen weniger. Wärt ihr besser rausgekommen. Und wenn die jetzt auch dich verfolgen, bis auf Instagram, du auch, ja, wir werden euch auch beide hier nochmal verlinken. Was kommt bei euch? Ich meine, deine Body Transformation können sie jetzt auch live miterleben. Immer ja. Updates, ja, du machst das Programm mit Bobby zusammen. Und was können die auch noch so anderes erwarten? Auf jeden Fall medial habe ich und Bobby sehr viel Rezepte für euch vorbereitet, was man essen kann, wann, wie, wo und wie man sich das ganz schnell zubereitet. Verschiedene Motivationsclips, verschiedene Trainings, Informationsclips. Und wir klären euch auf jeden Fall auf. Wir nehmen euch mit auf eine Reise. Ja, Mann. Leute, das war's, Mann. Haut rein.